Also ein weiterer Trip, ein weiteres Abenteuer. Wir befinden uns gerade in Chiang Mai. Das ist eine Stadt im Norden von Thailand. Wir sind gerade 1,5 Stunden hierher geflogen. Ich hatte eine entspannte Unterhaltung mit einem thailändischen älteren Herrn. Und jetzt checken wir hier in dieses Hotel ein. Hotel Sale. Ja, Mann. You need some money? Also wir sind jetzt erfolgreich im Hotel, im Hostel eingecheckt und jetzt schauen wir uns den ersten Tempel an. Ist genau hinter mir. Eigentlich haben wir alle großen Hunger, aber wir checken den noch kurz ab auf dem Weg und dann essen wir was. Meine Friends sind jetzt in den Tempel reingegangen. Ich kann leider nicht rein, weil man nicht mit kurzer Hose reingehen kann oder darf. Und ich habe leider nur kurze Hosen mitgenommen. Deswegen werde ich mir erstmal später noch eine richtig frische, coole Elefantenhose holen. Squirrel. So, wir haben jetzt fett was gegessen. Es hat auf jeden Fall sehr geschmeckt. Jetzt gehen wir zum nächsten Tempel und zwar zum Wat Tung Yu. Sorry, Kap. Crazy. Ich sag ehrlich, crazy. Oh, der. Also, Jungs, ich habe jetzt auf jeden Fall den richtigen Thailand-Trip. Zuerst mal check mal meine Crocs ab. Ich habe die freshesten Crocs hier und ich habe, wie erzählt, ich durfte ja nicht in die Tempel rein mit meiner kurzen Hose, also habe ich mir eine lange Hose gekauft. Hier, Brother, can you film it real quick? Oh. Und wie sehe ich aus, Leute? What are these? Yeah, like what are those? Was denkt ihr von der Hose, oder? It's crazy. Okay. Und das Ganze nur 2 Euro. 2 Euro? Yeah. Damn. Double Cookie Coconut mit Blütenwasser. Schmecken lassen. Es hat gerade ein bisschen geregnet, deswegen haben wir uns in einem Café verkrochen, bis der Regen aufgehört hat, ein bisschen Eis gegessen. Ja, jetzt gehen wir zum nächsten Tempel. Heavyweight. Einfach eine Schlange. Verrückt. Da-da-da-da-da. It's the motherfucking DOWG. Hoppa. So we. Do you guys recognize the plans? Also, wir haben uns jetzt frisch gemacht, haben uns gerade umgezogen und jetzt gehen wir auf den Food Market, holen uns was Geiles zu essen. Ja. Und dann vielleicht nochmal mal schauen, was geht. Perfetto. Schmecken lassen. Ja, schmecken. So, wir haben jetzt auf jeden Fall fertig gegessen. Die Pizza hat auf jeden Fall Bombe geschmeckt. 10 von 10. Ich glaube, ich habe schon seit 1,5 Monaten nichts Normales bzw. nichts außer Chicken, Rice und Egg gegessen. Deswegen war die Pizza auf jeden Fall Bombe. Hier bei Pizzeria Ristorante da De Stefano. Ja, man, hat auf jeden Fall Bombe geschmeckt. Genau, und jetzt lassen wir noch den Abend ausklingen. Und dann morgen geht es auf jeden Fall auf eine dicke, coole Tour. Ich freue mich. I don't know if I'm prepared for this. Yeah, you are. Definitely.
bist? Cow soy und goi goi. Also Friends, wir haben gerade gegessen, hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Wir haben gerade zu 13, 14 Uhr, wir haben noch voll lang geschlafen, weil wir gestern noch unterwegs waren. Jetzt schauen wir uns einen neuen Tempel an. Also Freunde, meine Kamera ist leider leer gegangen, deswegen filme ich gerade mein Handy. Wir haben hier eine richtig, richtig, richtig coole Bar gefunden. Da trinken wir jetzt einen entspannten Drink. Das ist auf jeden Fall der Place. The place to be. Nummer 39. Check das aus. Also ich habe meine Kamera jetzt wieder aufgeladen, alles wieder gut, man kann mich wieder sehen. Wir sind nach dem Essen in diese geile Bar gegangen und danach sind wir wieder zurück hier in unser Zimmer gefahren, haben einen kleinen Powernap gemacht und jetzt gehen wir auf den Night Market, den bekannten Night Market hier in Chiang Mai, auf die Walking Street. Und ja, gönnen uns dann noch was zu essen, schauen uns ein bisschen um und ja, ansonsten geht da heute glaube ich nicht mehr viel. Jungs, schaut mal, wie heftig der Tempel bei Nacht aussieht, ein schwarz-goldener Tempel. Schöne Farbe auf jeden Fall. It's nice, 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 nice. Also wir sind hier auf dem Walking Street jetzt endlich angekommen. Guck, da sind die ganzen Leute. Ist krass auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall alles sehr lecker aus. Ey Leute, ohne Scheiß, ich glaube, man würde schneller sterben, als dass ein Krankenwagen kommt. Guck mal, weil hier einfach so viele Autos sind. Es sind einfach zu viele Autos und der Krankenwagen kommt nicht durch. Ja, ich glaube, in Thailand sollte man auf jeden Fall nicht krank werden. Gut ist es nicht. Nice, läuft bei dem. Ich weiß auf jeden Fall, dass der ein oder andere Person das hier jetzt sehr gefallen wird. Jungs, ich habe endlich Hatars Gold gefunden. Ich weiß, wo der es versteckt hat. Ein Bad, look. Is it good? Approved. Approved. Nice. Jungs, schaut mal, was wir gefunden haben. It's so good. It makes two. Damn. Makes everything. We got it. This one. Jungs, wer hat Bock auf eine Massage auf der Straße? Friends, wir sind endlich am Ende angekommen. Wir haben das Ende erreicht. Fazit zum Markt, es ist auf jeden Fall ein wilder Markt. Voll viele Leute, voll viel los. Und es gibt gefühlt alles hier. Dementsprechend auch viel Shit, viel Scheiße. Aber ja, hat Bock gemacht auf jeden Fall. Schmecken lassen. Ja.